Und etwas bleibt konstant. Wir schließen mit der Hymne. Ja, meine Damen und Herren, und damit applaudiert sich die CDU selber hier im Bundesvorstand der CDU rund um die Bundesvorsitzende. Mag man sich ein bisschen gewundert haben über den Diskussionsbedarf, der sich aber in den letzten Tagen ja schon angedeutet hat innerhalb der CDU. Der Bundesausschuss oder auch kleine Parteitag, wie gesagt, ist das Mittel, was Angela Merkel schon seit 2005 benutzt hat, um die jeweiligen Koalitionsvereinbarungen in den Jahren 2005, 2009 und jetzt auch 2013 absegnen zu lassen. Dennoch ist der Wunsch natürlich auch in der CDU, vor allen Dingen auch nach dem Vorgehen innerhalb der SPD, groß, mehr innerparteiliche Demokratie zu wagen. Und insofern war es dann doch am Schluss nicht so überraschend, dass sich viele der 180 Delegierten, die sich heute hier versammelt haben, zu Wort gemeldet haben. Fast alle haben den Vertrag begrüßt und am Schluss haben ja auch alle zugestimmt, außer zwei Enthaltungen. Eine von Carsten Linnemann, dem neuen Vorsitzenden der Mittelstandsvereinigung, der das ja auch vorher schon angekündigt hatte und seine Kritik ja als einer der ersten ja auch massiv vorgetragen hat. Insgesamt aber gab es mehr Lob als Schelte, wenngleich fast jeder Redner, der sich hier zu Wort gemeldet hat, aus seiner Perspektive das ein oder andere Haar natürlich in der Suppe gefunden hat. Das liegt in der Natur der Sache bei 185 Seiten. Und ganz vorneweg die Bundeskanzlerin, die interessanterweise hier bei ihrer Auftaktrede auch noch mal gesagt hat, sie hätte sich natürlich gewünscht, dass die FDP im Bundestag bleibt und mit ihr weiter regieren zu können. Aber da das nicht der Fall ist, musste sie andere Wege gehen und hat eben nun die SPD ausgesucht und insgesamt sich sehr zufrieden gezeigt mit den wichtigen roten Linien, die sie ziehen konnte in diesen 185 Seiten. Deutschlands Zukunft gestalten. Der Koalitionsvertrag, der jetzt nicht nur von der CSU, sondern hier heute soeben von der CDU Deutschlands einstimmig wohlgemerkt verabschiedet wurde. Jetzt sind die Sozialdemokraten dran. Da läuft das Abstimmungsverfahren bei den Mitgliedern ja noch. Am Freitag ist alles vorbei und am Samstag wird das Ergebnis dann der Öffentlichkeit bekannt gegeben. Sigmar Gabriel zeigt sich grundsätzlich optimistisch, dass das gut gehen wird bei der SPD. Die Jusos haben ja am Wochenende gerade auf ihrem Parteitag klargemacht, die jungen Leute in der SPD haben sich mehr erwartet, wollen das nicht. Und diese Diskussion gab es unter Jugendlichen und jungen Politikern in der CDU, sage ich mal, auch. Die Frage nämlich, ist es ein Vertrag für die älteren Menschen oder ist es ein Vertrag für alle in der CDU? Aber Sie haben Philipp Missfelder ja zum Beispiel gehört, trotz kritischer Anmerkungen hat Philipp Missfelder gesagt, ich kann mit diesem Vertrag wunderbar leben. Und er hat ja dann auch zugestimmt. Und jetzt wollen wir gleich mal Maria Böhmer begrüßen, die hier direkt mal reingelaufen kommt. Frau Böhmer, schön, dass Sie da sind, die Vorsitzende der Frauenunion. Und Sie haben es in Ihrem Redebeitrag schon klar gemacht und es ist ja faktisch auch so, natürlich ist
ich sag mal, ihr Klientel, nämlich die Frauen, eine der Gewinnerinnen mit der Mütterrente? Also wir haben, glaube ich, mit drei Themen sehr gepunktet in diesem Wahlkampf. Und das war uns auch wichtig bei der Koalitionsvereinbarung. Das eine ist keine Steuererhöhung. Das zweite ist keine Neuverschuldung ab 2015. Und das dritte ist die Verbesserung der Mütterrente, um die Gerechtigkeitslücke bei Frauen zu schließen, die ihre Kinder vor 1992 bekommen haben. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich war sehr froh, dass dieses Bestandteil des Koalitionsvertrags ist. Zumal die CDU das auch im Wahlkampf immer versprochen hat. Aber die Gerechtigkeitslücke schließen, da muss ich doch mal ein bisschen nachlegen. Ich will nicht gierig erscheinen, aber den Müttern vor 92 fehlt immer noch ein Rentenprozentpunkt im Vergleich zu den Müttern nach 92, die da geboren haben. Hätte man das nicht auch anders angleichen können, indem man denen zum Beispiel was weggenommen hätte? Oder wäre das überhaupt technisch machbar gewesen? Also wir wollen jetzt nicht das Rad zurückdrehen für die jüngeren Mütter und Väter, sondern wir wollen, und das ist Beschlusslage bei uns in der CDU, die Gerechtigkeitslücke schließen. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Durchbruch, den wir erreicht haben. Man darf das nicht unterschätzen. Es sind 6,5 Milliarden, die für einen Entgeltpunkt stehen, den es mehr kostet. Und das bedeutet aber auch, wir haben ja jährlich Steuerzuschüsse, die wir in die Rentenkasse zahlen, über 11 Milliarden Euro. Und diese brauchen wir nicht alle, um Kindererziehungszeiten dann zu leisten. Und deshalb hat die Rentenkasse Jahr für Jahr profitiert von den Zuschüssen aus Steuermitteln. Und das soll jetzt endlich den Müttern zugutekommen. Und deshalb haben wir gesagt, jetzt können wir diesen Schritt machen, denn es ist ein erklecklicher Beitrag. Und ich habe heute auf dem kleinen Parteitag auch gesagt, es ist die einzige Leistung, die ich kenne, die eines Tages auslaufen wird. Aber sie ist für die nächsten 4 Jahre finanziert, indem eben der Rentenbeitrag nicht gesenkt wird. Müssen Sie im Bundestag übrigens noch beschließen. Aber das ist ja keine dauerhafte Finanzierung. Man wird auf Dauer doch auf die Steuern zurückkommen. Ist das nicht eine missliche Situation, dass die Union von Anfang an Steuererhöhungen für ein gewisses Klientel ausgeschlossen hat? Also ich halte das für eine ganz entscheidende Bedeutung, dass wir gesagt haben, keine Steuererhöhung. Denn es geht ja darum, dass wir in die Zukunft denken. Und in die Zukunft denken heißt, wir brauchen eine starke Wirtschaft. Wir brauchen Arbeitsplätze. Wir brauchen damit auch geringere Belastungen bei Jung und Alt. Und das bedeutet keine Steuererhöhung. Das war ein wichtiger Punkt für uns. Und wir haben auch in der letzten Legislaturperiode gezeigt, dass wir vieles leisten können, weil die Wirtschaft eben gut im Schwung ist, weil mehr Menschen in Arbeit ist. Und diesen Weg wollen wir fortsetzen. Frau Böhmer, wenn wir das heutige Mal hier bewerten wollen gemeinsam, also einstimmig mit 2 Enthaltungen und eine Menge Diskussionen, mit denen hier gar keiner gerechnet hat, wie ist Ihr Fazit? Also ich glaube, das zeigt doch wieder einmal, die Union ist eine sehr diskussionsfreudige Partei. Und es gab auch unterschiedliche Auffassungen zu den jeweiligen Punkten. Aber wir haben dann auch gesagt, unter dem Strich überwiegt die Zustimmung. Und es war ein eindrucksvolles Votum, wie Sie richtig gesagt haben. Alle haben mit Ja gestimmt, bis auf 2 Enthaltungen. Und das zeigt, wir stehen geschlossen hinter diesem Koalitionsvertrag. Und jetzt setze ich darauf, dass wir das, was wir im Koalitionsvertrag festgelegt haben, und wir haben um viele Punkte sehr hart gerungen. Wir wollten die Handschrift der Union sehen. Und ich glaube, gerade auch am Beispiel Mütterrente, keine Steuererhöhung und keine Neuverschuldung ab 2015 wird dieses deutlich. Das wollen wir jetzt umsetzen in guter Gemeinsamkeit. Maria Böhmer, vielen Dank, dass Sie da waren. Die Vorsitzende der Frauenunion.